Für mich, die ich seit Januar erst hier am Haus tätig bin, war es eine wahnsinnig reizvolle Aufgabe, direkt in die Sammlung einzusteigen und diese Sammlung dann auch direkt intensiv kennenzulernen. In diesem Raum ist die Moderne aus dem Kupfälzischen Museum zu Hause und wir haben uns nach dem Ende der Ausstellung Frauenkörper überlegt, dass wir diese Sammlung neu präsentieren möchten. Und es ist eine Sammlung, die Werke von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts umfasst, mit Kunstströmungen wie dem Impressionismus, aber auch den Avantgarden, dem Expressionismus bis hin zur Abstraktion. Also ein sehr, sehr breites Feld an Kunstentwicklung. Für mich, die ich seit Januar erst hier am Haus tätig bin, war es eine wahnsinnig reizvolle Aufgabe, direkt in die Sammlung einzusteigen und diese Sammlung dann auch direkt intensiv kennenzulernen.